Sachs. Joachim Löw bleibt Bundestrainer. Was heute Vormittag erst Spekulation war für ein, zwei Stunden, ist dann ein Fakt geworden. Anders als bei Horst Seehofer, wo ja schon anders kommentiert worden ist. Aber hoffentlich, um in dem Slang zu bleiben, bleibt beim DFB natürlich trotz dieser Entscheidung nichts wirkungsgleich. Oliver Mayer über den Tag in Frankfurt heute. Der Bundestrainer bleibt. Joachim Löw hat sich nach 6 Tagen Bedenkzeit entschieden. Er macht weiter, will mit seinem Stab den Neuaufbau der Nationalmannschaft mitgestalten. Es war natürlich für uns alle Beteiligten, auch gerade auch für Jogi und mich, die diesen erfolgreichen Weg jetzt seit 14 Jahren gehen, gerade in der Nacht der Niederlage, besonders schwer. Ich glaube, da denkt jeder, der so länger dabei ist, erstmal natürlich ans Aufhören. Aber ich habe eigentlich schon am nächsten Tag auch bei ihm und auch bei mir die Energie gespürt, dass wir das so nicht beenden können. Die Energie, die bei der WM augenscheinlich fehlte. Nach dem historischen Vorrundenaus müssen tiefgreifende Veränderungen her. Löw soll diese nun einleiten und lässt heute über den DFB verkünden: Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen, das der DFB weiterhin geschlossen in mich setzt. Und ich spüre trotz der berechtigten Kritik an unserem Ausscheiden auch generell viel Rückhalt und Zuspruch. Auch meine Enttäuschung ist nach wie vor riesig. Aber ich möchte nun auch mit ganzem Einsatz den Neuaufbau gestalten. Die deutschen Fans allerdings sind dabei geteilter Meinung. In einer Sportschau-Umfrage sagen am frühen Abend nur 42% der über 17.000 Teilnehmer, dass Löw der Richtige für den Neuaufbau ist. 58% sehen das anders. Der DFB aber steht hinter dem Bundestrainer. Hier in Frankfurt hat sich die Verbandsspitze am Dienstagvormittag endgültig auf die Fortsetzung seines bis 2022 geltenden Vertrages geeinigt. Vom Präsidenten heißt es dazu: Wir hatten einen sehr offenen und vertrauensvollen Austausch, in dem wir viele Punkte angesprochen haben. Wir sind alle der festen Überzeugung, dass wir mit Jogi Löw einen Bundestrainer haben, der sehr genau analysieren, die richtigen Schritte einleiten und unsere Mannschaft zurück in die Erfolgsspur führen wird. Denn schließlich soll Joachim Löw bei der Europameisterschaft in 2 Jahren mit seinem Team wieder um den Titel spielen. Joachim Löw macht weiter als Bundestrainer. 42% bei dieser Umfrage sagen, das ist richtig. Nur 42%. Gehörst du dazu? Ich habe nicht abgestimmt, weil ich wusste, ich darf heute mein Urteil dazu abgeben. Und ich hätte auch ja gesagt, es ist richtig, dass er weitermacht, weil ich finde, er ist alles, was das Fußball angeht, das taktische Verhalten, auf der Höhe der Zeit. Er hat Dreierkette gespielt, Viererkette, offensiv, defensiv Fußball, hat er wirklich die Mannschaft auf ein ganz hohes Niveau gebracht. Das Problem, das die Mannschaft hatte, war der Umgang miteinander. Dass sie nicht verstanden haben, was es bedeutet, bei dieser Weltmeisterschaft Höchstleistung zu bringen. Und dass sie die Testergebnisse, Testspiele nicht ernst genommen haben. Und es war immer dieses Vertrauen da, wenn wir zur WM fahren, sind wir da, sind wir topfit. Wir wissen, wie es funktioniert, haben wir immer schon so gemacht. Aber das hat er vorgelebt. Das hat er vorgelebt. Und deswegen ist auch er, ich glaube, bei aller Kritik, die berechtigt ist, dass er merkt, so kann ich nicht weitermachen. Er möchte aber die Chance haben, es besser zu machen. Und er traut sich das zu und er weiß, dass er unter brutaler Beobachtung steht. Und dieser Beobachtung setzt er sich aus und das ist mutig, ist auch klar, weil jetzt muss er liefern. Die Ergebnisse müssen stimmen, die Herangehensweise muss stimmen, weil er wird sehr, sehr kritisch jetzt beäugt und das weiß er und dem Druck setzt er sich aus. Vor allen Dingen wird er jetzt nicht mehr die Zeit haben, auch mal Testspiele sein zu lassen, sondern da wird jetzt jedes einzelne Länderspiel unter die Lupe genommen. Ne? Genau, und er weiß auch, dass er Druck ausüben muss auf die Spieler, die kommen. Er hat jetzt wieder die Chance, den Kader zu verändern. Er bleibt und er hat jetzt die Möglichkeit, Spieler, die bei der WM ihn enttäuscht haben, auszusortieren, neu reinzubringen, sofern selber keiner zurücktritt. Und das ist die Chance und es wird viel Aufarbeitung brauchen in der Ansprache mit den Spielern, dass die auch kapieren, es ist nicht mehr so wie früher. Wir können nicht einfach hierher kommen und sagen, wir sind Deutschland, es läuft schon, sondern es braucht eine klare Ansprache. Aber Alex, Jogi Löw ist nicht der einzige Big Player bei der Mannschaft. Nein, absolut nicht. Die Entscheidung von ihm ist natürlich gefallen, aber es ist in der Tat, glaube ich, eine zulässige Überlegung, welche Rolle da auch Oliver Bierhoff gespielt haben mag. Die beiden Weltmeistermacher, die haben ja auch gemeinsam eine schwere Niederlage einstecken müssen bei diesem Turnier. Und die Anzeichen für ein nicht mehr ganz so enges Verhältnis, die hat es schon ein bisschen länger gegeben. Bernd Schmelzer. Es geht weiter, immer weiter. Joachim Löw erfüllt seinen Vertrag. Auch Oliver Bierhoff bleibt Nationalmannschaftsmanager.
Noch vor 5 Tagen sah es danach aus, als könne einer von beiden möglicherweise den Absprung planen. Bierhoff, Löw auf getrennten Wegen. Es braucht tiefgehende Maßnahmen und es braucht klare Veränderungen. Und das müssen wir besprechen, wie wir das tun. Das Ende der Gemeinsamkeit. Seit heute offenbar vom Tisch. Schwierigkeiten bringen einen noch enger zusammen, aber es war schon immer unglaublich eng. Muss sagen, hier wird ja vieles jetzt fast krampfhaft in Zusammenhang gebracht von mancher Kritik und hineininterpretiert. Die Erfolgsgeschichte, berichten Insider, soll in letzter Zeit etwas gelitten haben. Insbesondere bei der Thematik rund um das WM-Quartier kam es offensichtlich zu größeren Meinungsverschiedenheiten. Moskau bzw. die Abgeschiedenheit von Vatutinki, das alles war nicht Wunsch der Mannschaft. Es hat hier vielleicht ein bisschen den Charme einer guten, schönen Sportschule, die wir hier haben. Löw selbst hat sich immer wieder für Sotschi stark gemacht, für die Freiheit am Schwarzen Meer. Den Kurzaufenthalt während des Turniers nutzte der Bundestrainer deshalb nicht nur für Erinnerungen an den erfolgreichen Confed Cup. Seine Posen interpretierten nicht weniger als ein "Seht her, hier fühle ich mich wohl". Wenn Vatutinki ein Problem sein sollte, dann ist, glaube ich, das wahre Problem, dass es ein Problem ist. Aus, aber nicht vorbei. 14 Jahre lang hat Löw den deutschen Fußball weiterentwickelt, bei 5 großen Turnieren immer mindestens das Halbfinale erreicht. Höhepunkt, der WM-Titel. Mehr geht nicht als Trainer. Bierhoff verweist in diesem Zeitraum auf die Professionalisierung des gesamten Apparates, genau wie auf die extreme Vermarktung der Mannschaft. Nach dem WM-Titel ist für ihn der Höhepunkt nicht erreicht. Bierhoff wird DFB-Direktor, plant die neue Akademie, hat 100 Mitarbeiter unter sich. Eine Art Superminister mit Mega-Einfluss. Einst operierten sie auf Augenhöhe. Doch zuletzt ist der Abstand von Jahr zu Jahr intern größer und größer geworden. Es braucht tiefgehende Maßnahmen und es braucht klare Veränderungen. Meinte Löw damit mehr Macht? Mehr Kompetenz für sich? Das Verhältnis zu Yogi war immer gut. Könnte bedeuten, die Suche nach einem weiteren Verbündeten wurde unterbrochen. Auch über den Namen Hansi Flick spekulierte man zuletzt ja häufiger. Es geht also weiter mit Joachim Löw und Oliver Bierhoff. Die Körpersprache in Russland hatte darauf nur bedingt schließen lassen. Hattest du auch das Gefühl, dass zuletzt zwischen den beiden doch mehr passt als dieses berühmte Blatt Papier? Als ich jetzt das letzte Bild gesehen habe, zum ersten Mal bei diesem Jubel, als das Yogi sich weggedreht hat, war ich auch schon verwundert, weil die beiden immer als Einheit aufgetreten sind. Und in diesem Erfolgsfall sich so abzuwenden, das hat mich etwas irritiert. Ist aber der einzige Beleg, den ich habe, dass es nicht stimmt. Alles, was ich jetzt auch im Beitrag gesehen habe, ich meine, da muss man mal abwarten. Oliver Bierhoff hat sich heute geäußert. Er sagt, sie wollen gemeinsam diesen Neuanfang wieder starten. Der spricht eigentlich gegen diese Theorie. Aber auch da, die beiden wissen, dass sie angeschaut werden, dass man genau nachfragt, passt es wirklich noch und da wird gebohrt werden und nicht nur 1 oder 2 Tage, sondern länger. Aber wie soll dieser Neuanfang denn jetzt aussehen? Der Trainer bleibt? Fakt heute. Der Manager bleibt? Auch Fakt heute. Es ist noch kein Spieler zurückgetreten. Das klingt für mich bisher alles. Personell machen wir einfach weiter wie bisher. Nein, wir wissen ja, dass es einen großen Stab hinter dem Trainer und dem Manager gibt. Da sind sehr viele Leute, die da sind. Ob es da Bewegung gibt, wahrscheinlich nicht ausgeschlossen. Und die Spieler kann sich Jogi Löw jetzt wieder selber aussuchen. Er kann aussortieren, wenn keiner freiwillig zurücktritt. Kann er sagen, das hat nicht mehr gereicht. Jetzt kommen neue Gesichter und das ist die Chance, die er hat. Aber nochmal, ich glaube nicht, dass es um die Qualität der Spieler geht. Wir haben vorher der WM gesagt, es gibt so viele Talentierte. Entscheidend ist die da sind, dass die 100% bringen. Weil das haben wir bei der Weltmeisterschaft von eigentlich gar keinem Spieler gesehen. Und dass vielleicht die Etablierten nicht mehr so viel Sonderrechte bekommen, was ja jetzt angebliche Maulwürfe aus der Mannschaft dann transportieren. Stammplatzgarantie für Manuel Neuer, dann Mesut Özil durfte nach Erdogate schweigen und zwar komplett. Toni Kroos hatte ein Kamerateam die ganze Zeit dabei für einen Kinofilm, der gedreht wird. Also alle Weltmeister konnten mehr oder weniger machen, was sie wollten. Das ist der Vorwurf.
Das ist dann auch ein berechtigter Vorwurf und das wird, glaube ich, auch bei der Aufarbeitung dann zutage kommen, dass man sagt, okay, wir können das nicht mehr dulden. Es war, man konnte sich immer auf diese Spieler verlassen und jetzt war das erste Turnier, wo es nicht mehr funktioniert hat. Und dann muss es Konsequenzen haben, dass es mehr das Leistungsprinzip im Vordergrund steht, wobei ich bei Manuel Neuer etwas verwundert bin. Er war der Einzige, der wirklich noch annähernd Normalform hatte. Ihn dafür dann zu kritisieren, Jogi Löw, dass er spielen durfte, finde ich etwas zu weit. Aber du hast mitbekommen, sowas kommt jetzt angeblich auch aus der Mannschaft. Ne? Da gibt es viele Gründe jetzt. Keiner nennt aber bisher Namen. So, wir kommen zum heutigen.